Recht herzlich willkommen zur 201. Folge von Simotrans. Ja, wir sind über die 200 rüber. Die erste davon geht gerade an den Start. Wir sind hier am Gucken. Und zwar schauen wir mal wieder in die wartende Liste rein, die wir absteigend machen. Und dann haben wir hier schon mal dran gearbeitet. Das kennen wir ja schon. Da sind wir auch schon erstmal mit beschäftigt gewesen. Das nehmen wir mal raus. Sonderhausen stehen die Leute auch. Und da gehen wir mal schauen, warum hier 24.000 Leute nicht zum Waldweg nach Döbeln kommen. Okay. Das bedeutet, dass da irgendwie ein Zug fehlt oder was? Aber es ist jetzt nicht, dass das hier irgendwie Schwierigkeiten gibt, ne? Da fährt auf jeden Fall einer. Da fährt auch einer zurück. Kriegen wir den gerade noch angepackt? Ja, kriegen wir. Der ist auch voll. Das würde ja bedeuten, dass vielleicht in die andere Richtung genauso viele stehen und abgeholt werden wollen. Ist dem so? 12.000 nach Sonderhausen. Das heißt, da ist schon mal auf jeden Fall etwas zu ergänzen. Das Depot ist natürlich auf der anderen Seite, ne? Gehen wir da mal hin gerade. Und dann schauen wir da mal rein. Elektrotraktion, welche fährt denn da? Ist das der hier, der da jetzt gerade fährt? Ich glaube ja, ne? Ja. Klicken ist Pflicht, ne? 183 Passagiere schafft er. Das ist der ET403, der hier auch steht, ne? Ja. Das heißt, wir haben den. Wie viel hatten der da dran? Ne? Drei. Also zwei und dann das Ende. Okay. Was ist das für einer hier? Speisewagen, okay. Brauchen wir jetzt nicht wirklich, oder? Das ist Haltlänge 4, die er da hat. Wie viel können wir denn hier machen? Das ist 6, okay. Haben wir auch Züge, die mehr wie 4 haben? Ne, ich glaube, der war auch 4, ne? Ja, komm, das machen wir dann nochmal. Und das war jetzt welcher Zug? Döbeln, Sonderhausen. Das war der. Jetzt die Frage. Ich glaube, wir kopieren das Ganze nochmal und schicken zwei auf die Tour. So, passt's erstmal. Plus fährt er ja auf jeden Fall auch ein. Jetzt sind die natürlich hier ein bisschen sicher im Weg stehen, vielleicht weil die gerade gestartet sind, oder? Hier steht noch einer dran, aber wartet auf freie Strecke, ist alles gut. Der fährt jetzt da den Bogen rum und holt sich die Fahrgäste da weg. Interessanterweise hat er nicht 183, 192 Fahrgäste. So und voll, ne? Ja, da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, denke ich mal. Das passt schon. Der ist 183 voll. Keine Ahnung, wann das ist. Ja,
Ja, der fährt auf jeden Fall und die anderen beiden, die wir neu gemacht haben, auch. Dann wird da abgearbeitet erstmal, dann gucken wir weiter. Radolfzell-Lilienstraße stehen noch 3500 Leute, davon wollen 1500 zum Ostdeutschen Rathaus in Radolfzell. Tja. Neunmal zum süddeutschen alten Getreidehof, der war ja hier oben irgendwo auch, ne? Was, hier wollen 900 Leute hin? Wie viel stehen denn hier zum Mitnehmen dann? Ah, da ist noch eine Bushaltestelle. Und 700 wollen zurück. Auch der Hammer, ne? Und da kommt er jetzt. Und der kann jetzt nicht fahren, weil der LKW im Weg steht. Super, oder? Fährt der LKW jetzt weg, wenn der Zug hier kommt? Ich will's hoffen. Ja, jetzt wissen wir, warum wir hier irgendwo ein Gleis hatten, wo nur die Busse angehalten, eine Gleis nicht, eine Strecke hatten, wo die Busse nur angehalten haben. Weil da geht jetzt gerade nichts, ne? Da oben steht auch schon einer. Ja, was willst du denn machen? Da kannst du jetzt aber jetzt den da einmal wegfahren lassen. Aber das wird ja kein Dauer, ist ja kein Dauerzustand, ne? Der muss ja jetzt voll sein, oder? Ist er auch. Ah, ein LKW ist gerade gefahren. Und der zweite hier oben auch. Nur der da nicht. Hat er denn geladen? Ja, der hat geladen, okay. Stück gut ist angekommen. Post fährt da auch. Ja. Weg ist denn das Stück gut gekommen jetzt hier? Muss ja hier ein Zug gewesen sein, oder was? Der das gebracht? Ne, der bringt Passagiere durch die Gegend. Hat der das gemacht? Der fährt da lang. Hat zurzeit aber nichts dabei. Wir haben trotzdem noch diese wartenden Gäste hier, ne? Stadtbus Radolfzell Ost. Die fahren da auch lang. Okay. Wo ist der jetzt unterwegs? Und dann? Wen haben wir noch? Radolfzell, Flüsselbräuer, Adenauer. Ach so, das ist, warte mal, das ist jetzt hier falsch. Also ist schon richtig. Ja, nee, dann. Der fährt mit 37 da raus, okay. Unterwegs hat er ein paar andere geladen. Aber hier haben wir jetzt wieder das Problem, wie gehabt, ne? Die stauen sich jetzt hier noch mehr. Das ist nicht gut. Ja, was machen wir da? Jetzt kommt da zwar ein Zug rein, aber das ist nicht der richtige. Der wäre der richtige mit Stückgut hier. Ja. Jetzt kannst du nur mal gerade abwarten, bis der kommt, wie lange das dauert. Aber das ist ja hierfür voll schlecht, ne? Hm. 57, also zwei LKWs fahren weg, aber ob das reicht, ist die nächste Frage. Wahrscheinlich nicht die beiden, die da jetzt stehen. Ja, da muss ich die Buslinie anders machen. Der kommt so oder so da nicht dran vorbei, ne?
kriegen wir das hin. Postauto wartet auch. Ist gerade nicht so der Bringer hier. Vor allem, der steht nur unterwegs irgendwo, ne? Das ist die Frage. Die Linie ist das. Das ist hier vorne. Wenn ich den jetzt hier hinten sage, ne? Und lösche den da vorne raus. Passt das dann besser? So, der erste fährt. Der zweite fährt zum Glück weiter durch. Aber der Bus fährt jetzt auch gerade nach hinten, ne? Auch gut, ne? Ach so, der ist ja hier oben offen. Und na, die steigen da auch ein, ne? Wo hat er denn den Fahrplan hier? Der hat den da vorne eigentlich. Müssen wir mal abwarten, wie die LKWs jetzt fahren, ob die jetzt hier hinten mehr hinfahren. So, da kommen sie. Und das Ausweichschild natürlich hier vorne. Die Frage, ob die nach da hinten alle durchfahren werden. Ja, das sieht schon schlecht aus beim ersten. Aber der ist schon gleich weg. Der Zug wartet auf den LKW. Hammer. Okay. Oh, der eine ist nach hinten gefahren, der zweite bleibt vorne stehen. Könnte jetzt besser klappen. Haben natürlich gerade alle Dingens gekriegt, ne? Pakete. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt da gut ist oder schlecht ist, ne? Bus ist da. Paketdienst ist auch da. LKW hält da an und hält da an. Erster LKW fährt durch. Zweiter LKW auch. Dritter kommt, hält an der Bushaltestelle dooferweise an, ist aber auch wieder weg. Könnte sein, dass es jetzt mit den Paketen sowieso sich erübrigt hat, weil mehr geliefert wird, kann das sein. Ja, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus, dass die alle durchfahren. Okay, ich glaube, das ist jetzt kein Problem mehr. Keine Ahnung, warum es erst eins war. Ja, gut. Das ist hier der Hafen mit 10.000 nach links, da haben wir schon was gemacht, das passt also. Das ist die andere Richtung, aber das sind mit 500 Leuten, das können wir erstmal noch so lassen. Döbel Nordwest, ach so, das ist da. Da sind landwirtschaftliche Güter noch am Warten. Da sind landwirtschaftliche Güter, die aber nicht weitergefahren werden. Ach so, wir haben ja auch in beide Richtungen, oder wie war das? Hier, ne, oder? Stopp. Ja, die fahren das jetzt hier mal stückchenweise rüber, ne, oder wie ist das? Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Was mit dem hier jetzt? Warum fährt er nicht weiter? Ah, jetzt fährt er. Und zwar leer. Jetzt steht der zweite, wartet auch auf Beladung. Der kriegt da Beladung, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich glaube, wir müssen mal die Linie dann da anpacken, ne? Kann das sein? Warten hier auf 100% Beladung. Oder diese Wartezeit.
Ist es dann häufiger ein 16. oder ein 64. Ich glaube, ein 64. ist häufiger, oder? Nee, oder? Das sind. Nee, ein 16. wäre schneller gewesen, glaube ich. So ist ja schon offen. Das war genau falsch rum. Ich glaube, so rum ist richtig. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ich glaube, es war umgekehrt. Und das ist auch blöd. So, gucken wir. Pferd. Ja, ich glaube, das passt jetzt. Ist die Frage, ob das weniger wird. Jetzt kommt ein Schiff. Okay. Sieht gut aus eigentlich. Zahl wird weniger. Das Tierfutter, was da bewegt wird, okay. Was wartet er denn hier eigentlich? Mineralöl, okay. Da geht ja gar nichts. Ist denn Mineralöl jetzt so viel vorhanden, dass da nichts passiert? No, die haben wohl genug, deswegen passiert da nichts. Wird denn abgeholt? Ach so, ja. Kunststoffgranulat und dann, ja, wird wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ölfeld und Ölbohrinsel und Abnehmer. Gibt's keine, oder? Nee, sieht man jetzt hier gar nichts. Vielleicht hat sich das auch erübrigt irgendwie oder sowas. Die Kunststoffhütte ist auch nicht mehr da oder so. Die war doch da oben, oder? Ah, ich glaube jetzt nach links. Nee, das ist zu hoch. Da unten ist er. Waren die hier, ne, oder?
Nee, das ist das Chemiewerk. Kriegen direkt Öl von da, oder was? Was blockiert und nochmal blockiert, ja. Da sollten wir mal nach den Industrien gucken. Die Industrien sind hier, und zwar da, Fabrikliste. Bauernhof, Baustofflager, Brauerei, Kunststoff, ne? Kohle, Kraftwerk. Kohlekraftwerk, Kohlekraftwerk. Raffinerie dann, ne? Ja, und die machen daraus Benzin, Diesel, Plastik, Kunststoff, Granulat. Und hier ist jetzt drinnen nix. Und der hat Kunststoffgranulat. Ach, das geht zur Maschinenfabrik da hinten. Okay. Dann komm, Stahlwerk ist glaube ich eher in der Nähe. Geh da mal hin. Maschinenfabrik war das, nee, das war der Baumarkt. Maschinenfabrik war hier. Stahlwerk, Stahlwerk. Hä? Die nehmen keinen Kunststoff mehr an hier, oder? Verpackungsmittel. Breiter Verpackungsmittel. Kriegen die es denn alle weg? Haushaltsgeräte, ist das was anderes geworden hier? Stahl haben sie, Bretter und Verpackung. Das ist ja jetzt anders hier. Sieht so aus, als ob sich die Produktion hier geändert hat, oder? Vertue ich mich da? Bretter und Verpackungsmittel, wo sollen die wegkommen? Die Lieferanten gibt's ja gar nicht. Dann war's das wohl. Ein netter roter Turm, alles klar. Das gestaltet sich jetzt etwas schwierig gerade, ne? Was sich da wann geändert hat, weiß ich auch nicht. Das muss man dann mal gucken, oder? Ja, egal. Machen wir jetzt erstmal nichts, sondern gucken erstmal in die Röhre. Das heißt, wir werden das bald weitermachen sicherlich, aber in der nächsten Folge würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Und falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare gerne reinschreiben, hattet ihr noch nicht gemacht mit dem gelben Balken, würde mich immer noch interessieren, falls das einer weiß, bitte reinschreiben. Michael Friedrich könnte das ja vielleicht auch wissen, dann könnte der das reinschreiben. Und ja, gerne teilt das Ganze auf allen Plattformen, die ihr so habt, und dann kommen mehr Zuschauer, wo ich dann weiß, dass dann auch mehr antworten können. Alles klar, bis dann, tschüss, danke.